Deswegen frage ich Carla Rehms mal, die, das darf ich verraten, die jüngste hier in der Runde ist, die ich auch schon ein paar Jahre kenne und die ich sehr schätze. Und ich gerne fragen würde, Frau Rehms, müssen Sie sich das auch anhören von Ihren Eltern? Was, weil die Klage von Linus Neumann, die kenne ich. Euch geht es allen viel zu gut. Müssen Sie sich das auch anhören? Ich glaube nicht unbedingt, weil ich glaube schon, dass also seien's meine Eltern, seien's andere Menschen aus der Generation meiner Eltern genau wissen, welche Herausforderungen auf uns zukommen. Und dass das Herausforderungen sind, auf die wir gerade noch nicht so richtig die gesellschaftlichen und politischen Antworten haben, die aber kommen werden, wenn wir so tun, dass oh, wir müssen nur warten und der Fortschritt kommt schon. Weil das ist ja eine Illusion, das haben die letzten Jahre, Jahrzehnte auch gezeigt. Der Fortschritt alleine wird beispielsweise die Klimakrise nicht lösen. Und das ist eine riesige gesellschaftliche Herausforderung. Naja, für uns, sage ich jetzt mal, unsere Generation, also Linus Neumann ist ein bisschen jünger, Herr Laguna und ich sind so fast die gleiche Liga, obwohl ich deutlich älter aussehe, gebe ich gerne zu, aber für uns hat das funktioniert. Also für uns hat dieses Aufstiegsversprechen funktioniert. Sie glauben, dass es Ihnen in 10 Jahren schlechter gehen wird als heute? Wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, dann ist das relativ klar. Also da kann man sich die Klimakrise anschauen, das ist nur ein Bereich und das... Ich spreche jetzt auch nicht nur für mich, wir können uns anschauen. Nee, aber Sie persönlich, Frau Rehmsmann, würde mich erst mal interessieren. Sie persönlich als Carla Rehmsmann, haben Sie das Gefühl, Ihr Leben wird in 10 Jahren schlechter sein, als es heute ist? Ich glaube, das weiß man ja jetzt noch nicht. Aber also das Gefühl, ich weiß, mir geht es um das Gefühl. Wir wussten es ja auch nicht, aber wir glaubten fest daran, dass es morgen besser wird als heute. Ich glaube daran, dass es besser werden kann, wenn wir was dafür tun. Wenn wir jetzt alle still sitzen bleiben, dann ist sehr, sehr klar, dann wird es nicht besser. Dann wird es auf jeden Fall schlechter. Und ich glaube, das ist ja was, das zeigt sich auch immer wieder und wieder, wenn man irgendwie junge Menschen befragt, nicht nur in Deutschland, auch irgendwie in anderen europäischen Ländern, dass für einen Großteil, und das ist ganz spannend, sie davon ausgehen, dass die Lebensbedingungen in den Ländern, wo sie wohnen, in 10 Jahren schlechter sein werden, aber nicht unbedingt ihr persönliches Leben. Weil da dieser grundsätzliche Glaube an, oh, wir können doch alle noch irgendwie alles schaffen, der ist noch da. Okay. Obwohl eigentlich klar ist, dass die gesamtgesellschaftlichen Bedingungen überhaupt nicht darauf ausgelegt sind. Sondern dass die uns gerade eher dahin bringen, die soziale Ungleichheit wächst. Wir haben keine Antwort auf die Klimakrise. Geopolitische Konflikte, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Über die KI-Risiken haben wir hier, glaube ich, andere Experten in der Runde, die da noch drüber zu sprechen werden. Und dass wir total da eine junge Generation haben, die total realistisch darauf schaut und sagt, ja, wenn gerade haben wir keine politischen Antworten. Ja. Wenn sich da nicht was ändert, dann wird es in 10 Jahren schlechter aussehen als jetzt. Wobei man sagen muss, das ist ein total konstantes Phänomen. Also ich will nicht sagen, ich will es nicht leugnen, dass wir die Klimakrise haben, aber dass man sein eigenes Leben, dass man positiv in seine eigene Zukunft schaut und negativ in die Zukunft des Landes, das gibt es seit den 60er Jahren. Ja, bevor Sie ausführlich antworten, Frau Raub, wie geht es Ihnen? Glauben Sie, dass es Ihnen in 10 Jahren besser geht als heute? Mir persönlich? Ja, Ihnen ganz persönlich. Also ich sehe zwar jünger aus, als Sie bin, aber nicht sehr viel jünger. Ich denke aber trotzdem, ja, ich glaube für mich selber, denke ich, hoffe ich mal, dass gesundheitlich vor allem, wir sind jetzt in einem Alter, für uns kommt jetzt dann die Gesundheit. Wir bitte, Sie sind da raus. Ich bin jenseits von Gut und also Böse. Ich denke, Sie ich sind denke, ganz dass, anderes doch, Alter. Ich, grundsätzlich für mich denke ich schon, dass es in 10 Jahren besser ist als jetzt. Okay, wie ist es bei Ihnen, Herr Laguna? Naja, Sie sind, darf ich sagen, ne? Sie werden nächstes Jahr, glaube ich, 60, haben Sie genau, mir von verraten. Genau, und dann in 10, somit nächstes Jahr 70. Da muss noch viel Fortschritt passieren, damit es mir immer besser geht. Weil dann kommt das Alter um die Kurve. Aber ich glaube schon, ich bin da ein Grundoptimist, weil die Welt eigentlich die letzten paar hundert Jahre immer besser geworden ist. Also seit den Zeiten der Aufklärung, wenn man das natürlich hochzoomt, gab es unten immer Verschiebungen, wo es mal einzeln Betroffene oder auch Länder schlecht hatten eine ganze Zeit lang. Es ging auf und nieder, aber seitdem wir die Wissenschaften haben, die Wahrheitsfindungsprozesse drumherum haben, die Technologien entsprechend entwickeln, häufig die sozialen Innovationen nachziehen, weil wir es müssen, damit wir die Menschen mitnehmen können, geht es uns immer besser. Und ich wüsste nicht, warum das jetzt aufhören sollte, auch wenn wir diese Krisen haben. Ich kann mich übrigens noch erinnern, als ich so in Ihrem Alter war, da gab es auch diese Krisen, Waldsterben, Ozonloch und alles Mögliche. Da gab es Prognosen, dass die Welt untergeht. Genau. Ja, nicht, das, ne? Also, das ist das Spannende. Florence Gaub, sie hat es jetzt nicht so drastisch formuliert, aber ich kenne ein Interview von ihr, wo sie es sehr drastisch formuliert hat. Sie sagte, dieses Gerede von den Polykrisen, die wir angeblich haben, Klima und Inflation und Kriege und das ganze Ding, ich kann es nicht mehr hören, weil es geht komplett an dem vorbei, was eigentlich immer war.
Also ich bin 46 Jahre alt. Ja? In den 80er Jahren haben wir gelesen Die Wolke. Also, Sie erinnern sich noch das Buch, das muss man sich mal reinziehen. Der Fallout, der radioaktive Fallout. Genau, Die Wolke, ein radioaktiver Fallout. Ich bin in Bayern aufgewachsen. Wir hatten wirklich in den 80er Jahren ständig Angst, dass es zu einem nuklearen Krieg kommt. Richtig. Und wir sind direkt an der Front. Dann Waldsterben, dann das Ozonloch. Wir verbrennen alle live auf der Erde. Die Hungersnöte unserer Großeltern. Also ich finde, also es gibt einem vielleicht ein Gefühl von historischer Bedeutung zu sagen, so schlimm wie jetzt war es noch nie. Und wie gesagt, die Klimakrise ist ein anderes Thema. Aber wir wollen ja nur dem Gefühl nachspielen, woher es kommt. Wenn man das Ganze aufzieht, ja, und eben diese Polykrise, macht man gleich ein neues Wort draus und so tut, so historisch, so schlimm wie jetzt war es noch nie, dann tut man zwei Sachen. Erstens, man gibt sich irgendwie einen Ego-Boost, weil, okay, es ist zwar schlimm, aber immerhin sind wir live dabei, wäre historische Bedeutung. Aber zweitens, gibt man sich das Gefühl der Entmachtung, weil es hat noch nie jemand was so was Schlimmes geschafft. Also bringe ich Sie endlich mal zum Lachen. Ja, sehr gut. Aber so, also wir können es quasi nicht schaffen. Und wie gesagt, ich sage immer, sich mit seinen Großeltern unterhalten oder Generationen vor uns, es stimmt einfach nicht. Auch Sie haben nicht in Ihrer Jugend gedacht, dumm die dumm, alles wird super in der Zukunft, sondern Stichwort Kalter Krieg, Inflationskrise, hier was diese Umfragewerte, ne, dass man sein eigenes Leben für einigermaßen positiv in die Zukunft schaut, aber für die Gesellschaft nicht. Das gibt es seit den 60er Jahren. Ich meine, überleg mal vor 100 Jahren, ne, 1923. So, da war gerade der Erste Weltkrieg rum, ne, da war eine Riesenepidemie, ne, die spanische Grippe, die ein Viertel der europäischen Weltbevölkerung, glaube ich, dahingerafft hat. Es kam eine Hyperinflation. Mhm. Der Hitler kommt an die Macht ein paar Jahre später. Der Zweite Weltkrieg fängt an. Mhm. Ne? Also da kann man sagen, also die hatten seriös Probleme und irgendwie haben sie es ja hingekriegt. Ne? Also da sind wir trotz der Riesenprobleme, die wir vor uns haben, glaube ich, noch lange nicht. Gut, ich musste vorhin so lachen, weil ich dachte, das wäre ein perfekter ZDF-Film. Jetzt im ZDF die Apokalypse. Um Mitternacht. Ja, wunderbar. Nein, aber nochmal die Frage, vielleicht an Herrn Neumann und auch an Carla Rinzma. Woher kommt denn dann dennoch dieses Gefühl, und das muss man ja ernst nehmen, dass uns der Glaube an eine gute Zukunft dermaßen verloren gegangen ist? Woher kommt das? Was glauben Sie? Vielleicht Carla Rinzma zuerst, ja, wenn Sie hier schauen, gerne. Ich glaube, dass gerade wenn wir uns jüngere Generationen anschauen, haben wir natürlich nichtsdestotrotz, und ich glaube, man muss ja auch gar nicht sagen, das ist jetzt dieser historische Moment und so schlimm war es noch nie, aber eine extreme Häufung von sehr einschneidenden Erlebnissen. Also gerade wenn wir uns die Corona-Pandemie anschauen, die mit den Ausgangsbeschränkungen, mit irgendwie krassen Restriktionen, was Schule, Universitätsalltag irgendwie angegangen hat, ja nochmal ein Ausmaß hat, was sich so tief in die Lebensbereiche der Leute reingezogen hat. Dann irgendwie kurz danach der russische Angriffskrieg in der Ukraine, Energiepreise, die irgendwie dazu führen, dass Menschen sich gefragt haben, ja, ich kann nicht mehr richtig heizen, das ist ja schon sehr, sehr existenziell. Und on top kommt auf jeden Fall für eine junge Generation die Klimakrise als eine Krise, wo wir wissen, es gibt guten Grund, eine gewisse Form von Hoffnung zu haben, weil wir wissen, dass die Klimakrise real ist, wir wissen, dass sie schlimm ist, aber wir wissen auch, wie wir sie bekämpfen und wir haben Lösungen dafür. Nichtsdestotrotz sind alle Prognosen, gerade diese Wahrscheinlichkeit, dass wir die 1,5-Grad-Grenze einhalten, extrem klein. Und da ist es real ja sehr, sehr begründet, sich genau deswegen auch Sorgen zu machen, gerade weil eben der politische Wille, obwohl er so oft kundgetan wird, ja absolut vorne und hinten nicht ausreicht und auch immer wieder Versprechen gegeben werden. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Knackpunkt, dass die Krisen so kleingeredet werden und dass gerade im Bereich Klima so getan wird, ach, wir können das doch alles irgendwie schaffen und da wird sich auch nichts ändern. Und damit tut man so, als wäre die Krise ganz klein. Dann braucht man ja auch gar keine größeren Veränderungen. Und ich glaube, da ist den Leuten nach Hitzesommer, nach Hitzesommer, nach Waldbrand, nach Überschwemmungskatastrophen klar, dass das vorne und hinten nicht reicht. Ich würde mal eine andere These wagen. Ist es so, dass wir Krisen in Wahrheit viel größer reden, statt sie klein zu reden? Ich habe auch da wieder Florence Gaub, die immer zuständig ist für sehr prägnante Bilder. Heute stecken wir, die sagt sinngemäß, früher haben wir um 20 Uhr die Tagesschau geguckt. Da gab es eine Viertelstunde Apokalypse und danach war auch noch das Wetter schlecht. Aber dann war Feierabend. Heute stecken wir, ich zitiere Sie jetzt wörtlich, den ganzen Tag mit dem Kopf im Sand von Gaza. Und das stimmt. Da ist was dran. Ist das eines der Themen? Dieser mediale Overkill, der uns von morgens bis abends suggeriert, pass auf, es ist alles katastrophal und sozusagen ignorierend,
dass Pessimismus und Skandalisierung und Katastrophenmeldung auf Katastrophenmeldung natürlich auch längst ein Geschäftsmodell geworden ist. Ich würde auf diese man kann nichts machen Perspektive ein bisschen eingehen, weil es das Phänomen in der Psychologie nennt sich so erlernte Hilflosigkeit. Also wenn man merkt, ich kann da nichts dran tun, ne, oder es ändert sich nichts, ich bin ohne Einflussmöglichkeiten. Mhm. Das steuert in so eine depressive Haltung. Das ist das Gegenteil von Optimismus. Weil es gibt ja auch gar keinen Anlass, ja, also wenn man keine Selbstwirksamkeitserwartung hat. Und das ist ehrlich gesagt das Einzige, was mich in Deutschland gerade fertig macht, ist, dass wir ja in Anbetracht einer fürchterlichen Klimakrise, ja, und sagen so, schaffen wir jetzt das so und so viel Grad Ziel oder nicht, ne, und ja, schaffen wir nicht, aber die Konsequenz daraus scheint, wir sagen, ja, versuchen wir lieber gar nicht erst, ja? Statt zu sagen so, was hätten wir denn zu verlieren, schlimmstenfalls, ja, rollen wir jetzt massenhaft Wind- und Solarenergie aus und Batterien und haben irgendwie angenehmere Verkehrssituationen in den Städten, geringeres Herzinfarktrisiko, also wir haben so viele geile Sachen, die wir jetzt machen können, einfach nur, und wir haben sogar noch einen ziemlich guten Grund, nämlich vielleicht geht der Planet, oder vielleicht duldet der Planet uns dann weiter auf seiner Oberfläche. Ja? Aber wir sagen so, ja, boah, wer weiß, ob das stimmt, ne? Wer weiß, ob wir da was machen können, vielleicht doch lieber erstmal nochmal eine paar Generationen Diesel bauen. Und wir hätten ja überhaupt nichts zu verlieren. Es gäbe jetzt nicht so das Risiko einer Fehlinvestition in klimaschonende Technologien. Das Risiko besteht ja nicht. Aber es erscheint mir aus dieser erlernten Hilflosigkeit zu kommen, dass man das Problem gar nicht mehr angeht. Oder dass man nicht mehr den Unterschied erkennt zwischen einem Problem, was man angehen kann, und einem, das man nicht angehen kann. Gaza ist für mich persönlich ein Problem, an dem werde ich nichts ändern können. Das übrigens begleitet mich auch schon, das habe ich auch schon früher als Kind in der Tagesschau gehabt. Ja. Das ist etwas, was geeignet ist, mich zum Verzweifeln zu bringen. Ja. Ich kann aber natürlich in dem Wandel und den neuen ökonomischen Möglichkeiten, die sich bieten, durchaus Perspektiven sehen. Sehe ich die in Deutschland? Nein. Aber können wir noch mal über dieses Mediale auch noch mal sprechen? Weil ich habe schon das Gefühl, oder frage ich, hat das was damit zu tun? Sie haben ein ganzes Buch über die Frage geschrieben, wie gestalten wir Zukunft, wie gewinnen wir, Sie nennen es, glaube ich, Zukunftsfähigkeit. Also diese intellektuelle Beweglichkeit, die man braucht, um sich auch Zukunft vorstellen zu können. Und Sie sagen, sogar Depression, ja, ist eigentlich in Wahrheit, das fand ich einen sehr interessanten Gedanken, die Unfähigkeit, sich die eigene Zukunft vorstellen zu können. Das finde ich einen sehr guten Gedanken. Also was man schon sieht, ist, dass seit dem Jahr 2000 passieren so ein paar Entwicklungen gleichzeitig, die sich dann vielleicht gegenseitig bestärken. Aber eines ist natürlich, das Internet kommt in unser aller Leben an und damit eben auch zunehmend diese Flutung von schlechten Nachrichten. Ne? Und unser Gehirn kann nicht unterscheiden, bin ich jetzt in Hamburg oder bin ich in Gaza-Stadt. Ich sehe die Bilder, mein Gehirn denkt, das passiert bei mir um die Ecke. Gleichzeitig haben wir im Bundestag nimmt ab die Debatte zur Zukunft. Also gibt es eine langfristige eine Studie von der Zukunftsfabrik, die ganz deutlich zeigt, dass 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre, alles, was zum Thema Zukunft, also das Wort Zukunft, die Zeithorizonte und so weiter, wird alles ständig debattiert im Bundestag. Und im Jahr 2000 schmiert es irgendwie ab. Dann reden wir worüber? Und nur noch über die Gegenwart? Über die Gegenwart. Und die AfD über die Vergangenheit. Und dann sieht man, ja, und das sieht man ja auch an den Slogans in der Politik. Ja? Ja. Und gleichzeitig, dann haben wir noch irgendwie den Siegeszug der Demokratie, Stichwort des Wohlstandsversprechen. Also eigentlich ist die Zukunft in Deutschland im Jahr 2000 in dem Sinne gestorben, dass sie nicht mehr als Möglichkeitsraum von was anderem wahrgenommen wurde, sondern das Gleiche wie heute, aber vielleicht mehr. Ja? Und ich glaube, das ist das Problem, dass die Politik, ne, also es muss nicht alles super sein, damit man Optimist ist. Ne? Also Deutschland, Heyday des Optimismus waren die 50er Jahre, als gleichzeitig alle gedacht haben, ein Atomkrieg in meinem Leben ist noch sehr wahrscheinlich. Aber gleichzeitig waren alle damit beschäftigt, das Land wieder aufzubauen, Technologien, Innovationen und so weiter und so weiter. Also wir brauchen man kann in einer Krise durchaus zukunftsfähig sein, aber wir brauchen auch eine Politik, die was anderes anbietet als das Wohlstandsversprechen. Und ich glaube, da sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir uns entwickeln, weg von haben
und hin zu sein. Also ne, was will ich in meiner Zukunft nicht, will ich noch mehr haben in 10 Jahren, sondern will ich vielleicht einfach glücklicher sein als heute. Und das sieht man ja auch an, zum Beispiel von, da gibt es von der Uni Harvard eine Langzeitstudie zu, also Happiness, glücklich sein. Und ist es tatsächlich nicht, wie viel hat man, wie viele Autos und Handys und was weiß ich, sondern was für Beziehungen hat man. Und das ist zum Beispiel was, das verspricht kein Politiker in Deutschland, dass es wichtig ist, was für Beziehungen man hat. Oder wie ist man ein glücklicherer Mensch? Wie hat man, wir haben ja auch viel mehr Depressionen als früher. Ja, oder wie sind Sie glücklichere Menschen? Ich weiß nicht, vielleicht. Auf jeden Fall, ich glaube, dass irgendwas ist da im Jahr 2000 bei uns verloren gegangen. Und zwar auch in der Politik. Und Sie sagen, man kann messen, wie oft in politischen Programmen das Wort Zukunft nicht mehr verwendet. Linguistisch, genau. Seit dem Jahr 2000 im Bundestag wird die Zukunft nicht mehr debattiert. Hat man ja auch gesehen in den letzten Landtagswahlkämpfen. Sieht man auch in den Wahlslogans natürlich. Ja, an den Wahlplakaten. Da wird eigentlich immer die Gegenwart versprochen. Also ich sage immer so grob, also die Volksparteien bieten immer die Gegenwart an. Mehr von heute, also das gleiche wie heute, aber vielleicht ein bisschen mehr. Dann haben wir die Vergangenheit, das ist klassischerweise AfD und Linke. Und dann die Zukunft eng besiedelt von den Grünen und der FDP. Die versprechen eine glorreiche Zukunft. Die Menschen, die versprechen keine glorreiche Zukunft, aber die Menschen, die die Zukunft für gestaltbar halten, wählen entweder Grün oder FDP. Herr Laguna, Sie sind, können Sie einmal erklären, was Sie genau machen? Sie sind zuständig in Deutschland für Zukunft, kann man das so unterbrechen? Im Auftrag der Regierung. Genau, deswegen muss man sagen, es gibt hier und da doch welche, die es verstanden haben. Das ging 2017 los, als die damalige Regierung das noch beschlossen hat. Und 2019 hat man mich berufen und seitdem versuche ich das Institut für Bock auf Zukunft aufzubauen. Ja, aber Sie sind zuständig für, das ist ein sehr schönes Wort, der Chef der Agentur für Sprunginnovation. Ja. Genau, die Agentur für Sprunginnovation oder Sprint, kurz. Eine Sprunginnovation ist eine, die Welt in einen davor und danach unterteilt, die das Leben der Menschen besser macht. Und seit wann gibt es? Wir haben das 1871, Gründerzeit, ein paar Mal richtig gut gemacht. Da waren Sie aber nicht dabei. Da war ich nicht dabei, ich habe das nachgelesen. Da haben wir Forschung und Entwicklung in die Welt gebracht und Industrien gemacht, die unser Leben besser gemacht haben. Reichsgründung sozusagen. Ja, das war die ganze chemische Industrie, Pharmaindustrie. Heute ist das häufig ein Synonym für was Schlechtes, aber ehrlich gesagt, das hat unseren Wohlstand begründet, das macht uns gesünder und so weiter. Da ist viel Gutes passiert. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg das wieder aufgebaut und schön inkrementell verbessert. Automobilindustrie kommt auch daher. Inkrementell heißt sozusagen immer, wir sind Weltmeister darin, so die ganz kleinen, der Diesel, der nochmal drei Zentiliter weniger müssen wir schummeln, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Aber den großen Sprung, sozusagen die Disruption, macht das Alte kaputt und stattdessen machen wir jetzt alles elektrisch oder was auch immer, da sind wir schlecht. Da sind wir schlecht, weil das natürlich häufig so ist, dass man in diesen Fahrtabhängigkeiten hängt und da nicht mehr rauskommt. Das haben wir beim Diesel oder beim Verbrenner gesehen. Wir erfinden immer noch tolle Sachen. Also ganz viele Technologien, die dann auch in die Welt kommen, aber leider durch andere in die Welt gebracht werden. Amerika, China. Ich meine KI. KI, also ist, da haben wir hier die tollsten... Ist eine deutsche Erfindung, oder nicht? So kann man es nicht sagen, es ist eine globale Technologie. Wir haben aber hervorragende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die auch immer noch, aber die haben eben nicht OpenAI gegründet. Ne? Und wenn man sich anschaut, die letzten... OpenAI, ne, ganz kurz, ist die Firma, die für ChatGPT zum Beispiel... Die ChatGPT macht und die jetzt irgendwie 100 Milliarden wert ist von heute auf morgen. Haben die schon mal Geld verdient? Wer? Die? Nö. OpenAI. Haben die schon mal Geld verdient? Nee, aber die Gründer, die haben Geld verdient. Also, und Microsoft verdient damit wahrscheinlich Geld, ne, weil sie aber sich selber... OpenAI hat nie Geld verdient. Na, das kommt darauf an, wie man Geld verdienen definiert. Umsatz minus Kosten, wie man das klassisch berechnet, nein, da sind die noch weit von entfernt. Das kann aber ganz schnell gehen. Das werden wir sehen. Ne? Ob sie es überhaupt müssen, ist eine andere Frage. Ob sie vielleicht vorher von Microsoft oder so übernommen werden. Aber das ist nicht der Punkt. Die Industrie... Nee, Sie dürfen sofort weiter. Ich würde es nur einmal gerne verstehen. OpenAI, die Zukunftstechnologie, KI... ChatGPT und so weiter. Die haben noch nie Geld verdient. Nee. Nein, die verbrennen die sehr viel Geld? Ja, die investieren in Wachstum. Ne? Die müssen jetzt die Microsoft 10 Milliarden, das ist vor allen Dingen, dass die Rechnerkapazitäten von Microsoft verballern dürfen, weil die das ohne Ende brauchen. Ne, wenn Linus Neumann mal das beantworten müsste, um mal eine Größenordnung zu kriegen. Ich glaube, letztes Jahr haben die eine halbe Milliarde unterm Strich Verlust gemacht, obwohl ihnen viel an Rechnerkapazität quasi kostenlos gespendet wurde. Aber das ist verhältnismäßig wenig Verlust, wenn man sich überlegt, was die gebaut haben. Ne? Also natürlich muss eine Innovation, wenn die jetzt kostenlos mit wenig Aufwand so käme, eine Sprunginnovation, die da ja potenziell gelungen ist, dann wäre die ja früher gekommen, ja, oder bei jemand anders aus Versehen. Also natürlich müssen die Geld investieren in diese Technologie. Jetzt war auch quasi nicht von vornherein
der Ziel dieses Unternehmens, viel Geld zu machen, sondern im Gegensatz eben diese Innovationen herbeizuführen. Und ich glaube, die brauchen sich jetzt auch keine Gedanken mehr darüber zu machen, ob sich das investierte Geld gelohnt hat. Ich will nur, Herr Laguna, deswegen habe ich Sie gerade so abrupt unterbrochen, darauf hinaus, auch Tesla zum Beispiel. Die haben ja auch, ich erinnere mich, das Klagen von Aktionären, was für ein böser, böser Geldverbrenner Elon Musk ist. Ja, die jahrelang Milliarde um Milliarde verbrannt. Amazon, genau dasselbe. Amazon, genau das gleiche. Jeff Bezos musste sich jahrelang vor seinen Aktionären rechtfertigen, weil am Ende nie was übrig blieb, der Amazon-Gründer. Das heißt, gibt es sozusagen, das sind alles amerikanische Unternehmen, über die wir sprechen, gibt es dort, was Zukunft angeht, was den Glaube an Zukunft angeht, eine andere Bereitschaft, richtig in die Vollen zu gehen und zu sagen, egal, alles all in, wie der Amerikaner sagt, ja. Und wir nicht. Ja, also ja, und die legen auch ihr Geld dahin, wo ihr Glaube ist. Ne? Da werden halt viele 10 Milliarden auf den Tisch gelegt und so eine Risikotechnologie ins Leben gebracht. Mhm. Ne? Und so macht man Sprunginnovationen. Ne? Also mein Spruch mit 1870, das kommt daher, dass eine Innovation erst eine ist, wenn sie sich in der Welt entfaltet und ihre Auswirkungen hat. Ne? Das ist bei uns in Deutschland und in Europa wahnsinnig schwierig, gerade für die großen Sprünge, genügend Geld zu bekommen. Sie, und der Staat übrigens, Sie mit Ihrer Sprungagentur. Weitsprungagentur, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Sie, wie viel Geld haben Sie zur Verfügung für diese Sprunginnovation? Wir bauen es gerade auf. Ne? Es dauert ja ein bisschen. Dieses Jahr haben wir so um die 170 Millionen investiert in solche Investitionen. Im ganzen Jahr? Im ganzen Jahr. Ja, das ist aber schon pro Jahr nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass es uns operativ eigentlich noch nicht mal 3 Jahre lang gibt. Ne? Wir müssen ja auch die Strukturen aufbauen, um das zu können. Aber wir müssen uns an unseren Vorbildern orientieren, die es da in Amerika gibt als staatliche Organisation. Das sind die Advanced Project Research Agencies, die ARPAs, da gibt es eine DARPA, das ist die Defense, da gibt es eine ARPA Health, eine ARPA Energy. Wenn wir das zusammenzählen und mal nur den zivilen Teil nehmen, nicht das Militärische, müssten wir so 1,2 bis 1,4 Milliarden pro Jahr investieren. Und das ist auch Zehnfache. Das Zehnfache. Und da müssen wir, da werden wir nicht mehr ganz. Ne? Nächstes Jahr sind wir so bei 220, 230 Millionen schon. Also wir kommen der Sache näher. Aber es hängt natürlich immer davon ab, wie viel der Staat bereit ist, an Geld in diese Zukunftsmaschine sozusagen zu bringen. Und jetzt noch mal zu Ihrer Arbeit, zu dem, was Sie tun. Also woran arbeiten Sie gerade? Also an den großen Fragen der Zeit, ne, über die wir hier diskutieren. Also wenn wir uns mit dem Klimawandel beschäftigen wollen, müssen wir Technologien, die den Klimawandel adressieren, in die Welt bringen. Das heißt, wir müssen wirklich Windkraft ausbauen, wir müssen Solar ausbauen, aber wir müssen auch in Zukunftstechnologien wie die Fusion, die Kernfusion, die das ein für alle Mal lösen könnte, investieren. Ob die je klappt, wissen wir nicht. Keine Ahnung, aber wenn sie deswegen klappt... Deswegen sollten wir uns auch nicht darauf verlassen, dass sie klappt. Deswegen, ich sage ja, Wind, Solar ausbauen, Langzeitenergiespeichern, alles Projekte, die wir machen übrigens. Ne? Also genau, und das sind auch die wir brauchen, um ein klimaneutrales Energiesystem herzustellen. Aber das eine tun, das andere nicht lassen, ist wichtig. Ne? Also wir machen Long-Term Energy, also Langzeitenergiespeicher-Challenge. Wir bauen das höchste Windrad der Welt mit einer 300 Meter Nabenhöhe, die wir als zweite Etage in existierende Windparks bauen können. Das habe ich, neulich gelesen. Das machen Sie, Sie haben eins, haben schon stehen. Wir bauen eins. Das steht nächstes Jahr. Wir haben den Windmessturm gebaut, der ist 300 Meter hoch, um zu validieren, was da rauskommt. Wir haben festgestellt, dreifache Energiemenge kann man da ernten mit denselben Generatoren und man kann es in die zweite Etage dreifacher. Das heißt, du holst es insgesamt dann Faktor 4 aus demselben Windpark raus, den du einfach in eine zweite Etage verpasst. Das sind Dinge, die werden wir nächstes Jahr sehen. Da ist das Technologierisiko überschaubar. Aber es sind eben Komponenten einer Lösung. Das andere ist Mikroplastik aus dem Wasser entfernen mit kleinen Luftbläschen. Wie machen Sie das? Wie geht das? Plastik mag Wasser nicht und heftet sich gerne an kleine Luftbläschen. Wir machen mikro-kleine Luftbläschen, wirklich kleine Dinger, kleiner als ein Haardurchmesser, machen daraus einen Schaum, den wir unten ins Wasser einbringen. Das Plastik heftet sich an die Luftbläschen, kommt oben raus und da können wir es abschöpfen. Das können wir in die Gewässer bringen, in die Flüsse bringen, wo das meiste reinkommt. Wir können es in die Kanalisation bringen, wir können es in die Kläranlagen bringen, damit es gar nicht erst eingebracht wird, aber wir können es auch rausholen. Also das kann man skalieren, das kann man im großen Maßstab machen. Das kannst du quasi verursachungsgerecht anbringen, ne? Da wo es entsteht, auf den Straßen, Abrieb von Reifen und so, in den Kläranlagen. Du kannst es in die Flüsse bringen, damit es nicht in die Meere kommt. Okay. Man kann es in den Meeren einsetzen, um da rauszuholen. Da wird es aber grob, also man sollte es möglichst vorher machen. Das sind alles einzelne Technologien. Wir müssen da aus allen Rohren feuern sozusagen, weil wir haben keine Zeit. Es ist ein Riesenproblem. Es sind Technologien, die durchaus da sind. Ob das mit der Fusion mal je klappt oder nicht, we will see. Wir sind da recht optimistisch. Kernfusion meinen Sie jetzt? Kernfusion. Da gibt es auch wieder 10 Technologieansätze. Die müssen wir alle ausprobieren, weil jetzt saubere, grüne Energie im Überfluss überall verfügbar würde wahnsinnig viele Probleme auf einmal lösen.
Ne? Und das würde besser skalieren, als jetzt Windräder und Solar skaliert. Mhm. Aber das dürfen wir trotzdem nicht bleiben lassen. In der Medizin dasselbe. Krebs heilen, Alzheimer heilen, Breitband-antivirale Wirkstoffe. Wir haben schon noch genug Probleme und genug Substanz für Zukunftsversprechen. Ne? Also ich fände das super, wenn Alzheimer weg ist. Ne? Das ist eine Zukunft, die ich mir vorstellen kann. Vor allem, ich komme der Sache ja näher, ne? Irgendwie. Und jeder, glaube ich, hat das in seiner Verwandtschaft. Das sind alles Themen, die Sprint macht. Kann man auf der sprint.org, ne? Also Sprunginnovation Deutschland heißt Sprint, .org nachlesen. Es gibt auch einen tollen Podcast. Welche Ministerien sind für Sie zuständig? Im Augenblick sind es das Bildungsministerium und das Wirtschaftsministerium, also BMWK. Okay. So Habeck und Frau Stark-Watzinger. Habeck und Stark-Watzinger, aber das werden gerade auch mehr Ministerien. So, jetzt kommt Florence Gaub und sagt, ja, aber wenn zu viel Zukunft auf einmal passiert, gehen die Leute nicht mehr mit, haben die keinen Bock drauf. Also ich meinte nicht, aber nicht Herrn Laguna. Nein, aber prinzipiell, und das ist ja auch so ein Gefühl, ne, über das wir in dem Zusammenhang auch mal reden müssen, viele Leute fühlen sich überfordert. Die sagen, also nee, pass auf, immer diese Vorschriften, diese neuen Sachen, ich komme da nicht mehr mit. Also es gibt ein Buch aus den 70er Jahren, das hieß Future Shock. Und das hat das eigentlich so ganz gut beschrieben, also schon in den 70er Jahren. Dieses Buch hat zum Teil recht, zum Teil unrecht, Sie kennen es bestimmt. Aber was es schon ganz anschaulich beschreibt, ist, wenn zu viele Veränderungen gleichzeitig passieren, dann ist es für den Menschen einfach zu viel. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und er möchte gerne, dass einfach so viel wie möglich genauso bleibt wie immer. Mhm. Und jetzt haben wir ein bisschen wie in den 70er Jahren, haben wir einen sozialen Wertewandel, haben einen Umweltwandel, haben einen geopolitischen Wandel. Mhm. Also die 70er Jahre waren auch unglaublich, also Stichwort Polykrise, auch unglaublich anstrengend. Also der erste amerikanische Präsident, der zurücktritt, eine ganze amerikanische Botschaft, die im Iran in Geiselhaft genommen wird. Dann hatten wir natürlich Rieseninflation, wir hatten Energiekrise, also nicht ganz unähnlich eigentlich die 70er Jahre. Und so ein bisschen ist es jetzt auch. Also wir haben einen Wertewandel, sei es jetzt, wenn es um was man isst, wen man liebt, wie man heiraten will und wie es geopolitisch weitergeht und dann auch noch das Klima. Und das ist das, wo die Leute dann zum Teil einfach abschalten und sagen, das nennt man dann das Kassandra-Phänomen, wie die griechische Figur, die warnt vor den schlechten Nachrichten und wird nicht ernst genommen vor den Trojanern. Irgendwann hört dir keiner mehr zu. Genau. Wenn man die Menschen überfordert mit Veränderungen und vor allem mit negativer Veränderung, das ist einfach kognitiv, das passiert im Gehirn quasi automatisch, dann sagt man, nee, kein Bock, also Stichwort Rauchen, ja? Man kann den Leuten noch so viele Zigarettenschachteln mit krebskranken Menschen drauf zeigen, es wird trotzdem weiter geraucht. Warum? Weil das Gehirn kann das perfekt ausblenden. Sie sind der Psychologe, Sie können es noch besser als ich beschreiben. Und das ist das ein bisschen, was wir gerade sehen. Also es gibt Leute wie Herrn Laguna. Es gibt auch Leute wie mich, es gibt viele Leute, die da positiv dran arbeiten, aber ich würde schon sagen, dass jetzt so in der breiten Masse hat sich in der Bevölkerung so dieses Gefühl eingestellt, so man kann ja eh nichts machen und es ist alles zu viel. Und da muss ich sagen, da werde ich wirklich wild. Ja, wir leben in einer der reichsten Demokratien der Welt. Ich kann mit meinem Verhalten... Also wenn ich mir den aktuellen Haushalt angucke, bin ich mir nicht sicher, aber bitte, doch, machen verglichen mit anderen, Stichwort Indien, oder Niger. Also ich darf wählen gehen, ich darf meine Meinung sagen, ich darf mein Verhalten ändern, mein Konsumverhalten. Ich habe Einfluss. Ich habe fast das Gefühl, es ist so eine Hyperindividualisierung eingetreten, so nach dem Motto, also wenn ich jetzt nicht alleine den Klimawandel ändern kann, na, dann ist das wahrscheinlich nicht zu verändern. Ich glaube, dieses Kollektive... Hyperindividualisierung, sagen Sie. Sie meinen, das ist könnte ein Grund ein Hinweis sein, ein sachdienlicher auf die Frage, woher das kommt? Könnte ein Baustein sein, weil eigentlich... Fast alle dieser Probleme können im Kollektiv ja durchaus angegangen werden. Das heißt, ja? Wir sind zu egoistisch. Oder individualistisch. Ja? Also so nach dem Motto... Sie formulieren es nicht freundlicher. Ich bin für Apokalypse zuständig. Es gibt ja eine Studie, die zeigt, in den 80er Jahren dachten so, ich glaube, 10% der Leute, ja, ich bin was Besonderes. Heutzutage denken es 80% der Leute. Jetzt ernsthaft? Ja, wirklich. Also das zeigt... Doch. Nochmal, in den 80ern dachten das 10%. Also es gibt so eine Langzeitstudie, da fragte man die Leute, denken sie, sind was Besonderes. Und das war halt damals eine Minderheit. Und heute denkt jeder, er ist was Besonderes. Also wenn jeder denkt, er ist was Besonderes, dann denkt er natürlich auch, also wenn ich das Problem nicht lösen kann, dann kann es vielleicht niemand. Also es ist ein bisschen überspitzt formuliert. Aber das ist ja interessant. Eigentlich, Sie sind jetzt ein Beispiel von jemandem, der sich auch engagiert im Kollektiv. Aber die meisten Leute teilen vielleicht ihren Frust, aber denken sich, ach, dann schicke ich doch einen Tweet ab. Die Sache ist geritzt, aber Twitter ist nicht die Straße, Twitter ist nicht eine Demonstration, Twitter geht nicht wählen. Ex heißt das jetzt. Das ist ja interessant. Also sozusagen, wir finden uns einfach alle zu großartig, Carla Remsma?
Na, sie ja nicht, weil sie ist ja aktiviert. Nein, 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 ich weiß, aber sie kennt ja nun viele Leute aus ihrer Generation. Ist eine Wobei, es ist keine Altersfrage, oder? So habe ich das verstanden. Genau, es ist keine Altersfrage. Wir alle finden uns uneingeschränkt großartig. Wir müssen jetzt nicht die Jungen schämen, die Älteren denken, das auch sind was Besonderes. Ja, ich kenne viele Ältere, die sich uneingeschränkt wirklich ganz grandios finden. Ja, das ist so. aber ist das Thema? Und dass wir deswegen, also was Sie ja beschreiben, ist ja im Grunde so ein, ja, schon ein Egoismus oder eine Egozentrik, die daraus resultiert und die dann dazu führt, dass wir nicht bereit sind zu sagen, pass auf, für das große Ganze müssen wir ein bisschen zurücktreten und dann lösen wir das gemeinsam. Ich glaube, dass wir da einmal den Schritt zurück machen müssen, weil ich glaube, dass die Frage ist ja schon, was ist eigentlich dieses große Ganze, über was wir sprechen? Weil es ist total begründet, dass sich Leute Angst haben vor der Klimakrise, weil es ist, sie wird kommen. Die Frage ist, wie schlimm wird sie kommen? Aber wir haben es erlebt. Wir haben alle Studien und Zahlen, die sagen, selbst mit den ambitioniertesten Klimazielen, die international gerade da sind, haben wir Ende des Jahrhunderts 3 Grad Klimaerhitzung. Und das heißt dann Hitzewellen, Waldbrände, Überflutungen, Hungersnöte. In einem Ausmaß, was wir uns jetzt gerade noch gar nicht vorstellen können. Und da ist es sehr, sehr berechtigt, Angst vorzuhaben. Und im nächsten Schritt erleben wir aber ja eine große Sorge vor der Veränderung, die notwendig wäre, um was gegen die Klimakrise zu tun. Und anstatt bei dieser begründeten Angst vor der Klimakrise anzusetzen und daraus politisch eine Handlungsmacht irgendwie abzuleiten und zu sagen, ja, wir nehmen diese Veränderung in die Hand, haben wir gerade eine Politik, die so ein Wohlfühl-Fortschrittsversprechen macht und sagt, na klar, wir transformieren jetzt die gesamte Gesellschaft klimaneutral, aber ihr merkt davon alle nichts. Und wir tun so, als wäre... Tut euch nicht weh, heißt genau. Übersetzt, ne? Genau. Wir wollen nichts zumuten, das geht alles so. Genau, das ist Business as usual, niemand merkt was davon. Robert Habeck macht das vielleicht ein bisschen in seinem Ministerium und vielleicht ist das so ein Randphänomen für irgendwie so ein paar Ökos oder so eine Gesellschaftsgruppe. Und politisch wird uns gerade erzählt, dass die Klimakrise keine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wäre, weil wir können sie einfach mit Business as usual und so ein bisschen technologischem Fortschritt lösen. Und das ist aber massiv gescheitert. Das haben wir ja spätestens dieses Jahr gesehen. Eine Gesellschaft wird nicht einfach so klimaneutral, ohne dass wir dafür große Veränderungen irgendwie haben, die Leute auch mitbekommen. Und das heißt, wir müssen genau darüber reden. Und ich glaube, daran scheitert gerade auf der einen Seite die Politik. Sie hat theoretischerweise den Zuspruch von Leuten, die sagen, Klima ist ihnen total wichtig. Da ist seit Jahren, sagen die Studien, 80-90% der Leute halten die Klimakrise für ein großes Problem. Theoretisch, sagen sie. Und wollen, sie dass die Regierung mehr tut. Die Politik schafft es aber nicht, eine Erzählung und eine Antwort darauf zu finden, wie man dann mit dieser Krise umgeht, wie man das übersetzt in Zustimmung zu Maßnahmen. Und da, glaube ich, ist es natürlich auch was, wo wir irgendwie als klimabewegte Menschen irgendwie draufschauen und sagen, hey, das haben wir auch noch nicht geschafft. So, wir haben es über die letzten Jahre geschafft, ein ganz, ganz großes Bewusstsein dafür herzustellen. Wir haben gesehen, irgendwie keine Partei, keine Institution, keine Talkshow kommt mehr daran vorbei, irgendwie, um sich mit dem Thema Klima auseinanderzusetzen. Wie das jetzt aber konkret aussieht und wie wir aus der Angst vor der Klimakrise nicht eine Angst vor Veränderung machen, sondern eine positive Veränderung haben und sagen, wie kann das denn aussehen, ohne in so ein naives Fortschrittsversprechen zu fallen, was irgendwie sagt, ja klar, das löst sich alles, weil das wäre der Situation nicht angemessen. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir hin müssen und wo auch dieses Ganze, wo wir nicht hoffnungslos werden dürfen, weil es gibt ja noch Grund zur Hoffnung, weil wir können Dinge tun. Wie Sie das sagen, gibt ja noch Grund zur Hoffnung. Die Studien sagen ja erstmal sozusagen, Mir tut das in der Seele weh, weil ich immer denke, Mann, ihr seid junge Leute und wenn ihr nicht an die Zukunft glaubt, also ich habe keine Zeit mehr daran zu glauben. Bei mir ist durch. Wenn ich nicht dran glauben würde, würde ich nicht hier sitzen. Also. Ich weiß. Ich will nur sagen, es hat irgendwie was... Irgendwie was Trauriges und das merke ich immer auch in Gesprächen mit wirklich Vertretern ihrer sehr jungen Generation. Die sind alle so, die sind sich, das ist ja genau das Thema. Der Glaube an eine gute Zukunft, der ist nicht mehr sehr ausgeprägt. Naja, aber das ist ja auch berechtigt. Also, dass die junge Leute, ich finde es, weil es wird ja jetzt so getan, wenn sie sich hier hinstellen und sagen, und die wollen alle nicht mehr und wahrscheinlich wollen wir auch alle keine Innovationen mehr machen und niemand will mehr forschen. Also, da würde ich jetzt gerne mal kurz Plädoyer ergreifen. Es gibt Grund, warum junge Leute... Aber, was ganz interessant ist, junge Leute in armen Ländern glauben durchaus, dass die Klimakrise zu bewältigen ist. Das also da gibt es schon ein europäisches Phänomen im Pessimismus. Gerade, also junge Leute sowieso, aber auch junge Leute, also es geht noch nicht mal ums Wohlstandsversprechen, Stichwort Indien jetzt wieder. Warum eigentlich Indien? Es könnte auch ein anderes Land sein. Aber tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel auch in China oder in afrikanischen Ländern junge Menschen glauben, ja, der Klimakrise
Klimawandel ist real, aber wir können das schaffen. Und ich glaube, das ist da dieses, wir können das schaffen. Warum ist das weg? Oder warum ist es aktuell nicht da? Und es ist nicht nur ein deutsches Phänomen, es ist ein europäisches Phänomen, aber es ist in anderen Ländern tatsächlich nicht so verbreitet wie bei uns. Aber dann schauen wir uns doch mal die letzten Jahre an und warum irgendwie junge Leute vielleicht auch das Gefühl haben, dass die Politik keine ernsthaften Antworten findet. Gucken wir nur zurück bis zur Corona-Pandemie, wo wir erlebt haben, so Schülerinnen, Studierende, Auszubildende waren das, wo es Leute am wenigsten interessiert hat, wo es immer hieß, wir machen jetzt was. Und dann gab es 3 Jahre lang Online-Uni, dann gab es jahrelang Online-Schule, was wirklich ein Konzept ist, was vorne und hinten nicht aufgeht. Das weiß jeder, der irgendwie mit Kindern arbeitet, das funktioniert nicht. Jetzt in der Energiekrise waren die Studierenden, die als allerletztes irgendwie Energiepreishilfen bekommen das haben. Stimmt, aber das sind ja alles Sachen. Das stimmt alles, aber es gibt junge Menschen, die in Diktaturen leben, die unseren Wohlstand nicht haben, die nicht diesen Pessimismus teilen. Deswegen, ich sag, Ursachenforschung ist eine Sache, aber es gibt auch ein kulturelles Phänomen.